Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Video-Special. Heute ist es endlich soweit. Wir haben das neue Topmodell von Panasonic, den TX65DXW904 im Test. Und ob der TV nun wirklich schon zu den angesagtesten TVs des Jahres gehört, das schauen wir uns jetzt mal im Test an. Viel Spaß! Optisch gefällt uns der TV außerordentlich gut. Wenn wir uns hier mal die Standfüße und den Rahmen in der Detailansicht anschauen, dann macht das optisch schon wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Der TV steht auch sehr stabil. Das Display und das Gehäuse wirkt aus einem Guss. Wenn wir uns die Spiegelung der Bildfläche anschauen, so gibt es ja keine Überraschung. Das heißt, das Display spiegelt genauso auffällig oder unauffällig wie die bislang anderen UHD-TVs auch. Dadurch, dass das Display flach ist, erscheinen Spiegelungen nicht verzerrt und dadurch, dass es eben kein OLED-TV ist, erscheinen die Spiegelungen auch nicht verfärbt. Das heißt, ja, das Display spiegelt, aber es ist nicht wirklich unangenehm. Man kann sämtliche Anschlüsse im hinteren Bereich durch eine Blende verstecken. Die Anschlüsse sind generell leicht zugänglich. Es sind endlich 4 HDMI-Eingänge vorhanden, nicht wie in der Vergangenheit, nur 3 an der Zahl. Die HDMI 2.0a-Schnittstellen sind zu allen neuen Standards kompatibel. Das heißt, der Kopierschutz HDCP 2.2 wird ebenso unterstützt wie HDR-Signale. Was gleich beim ersten Blick auf die Rückseite auffällt, sind die integrierten Lüfter. Und um mal eine Einschätzung zu geben, wie laut oder leise der Panasonic TV vor sich hin säuselt, haben wir hier mal Samsungs One Connect Box im Vergleich. Wie ihr hören könnt, ist das Geräusch ziemlich hochfrequent. Beim Panasonic TV sind zwar sehr viele Lüfter eingebaut und das Lüftergeräusch ist auch wahrnehmbar, allerdings ist es von der Tonfrequenz her deutlich tiefer als das Lüftergeräusch der One Connect Box. Überraschung bei den Fernbedienungen gibt es glücklicherweise keine. Die Standardfernbedienung gehört zu den besten, die wir im TV-Bereich kennen. Zum einen hinsichtlich der Verarbeitungsqualität, zum anderen aber auch durch das beleuchtete Tastenfeld. Keine Überraschung gibt es auch beim elektronischen Programmführer, der ist praktisch wie eh und je. Wenn ihr eine permanente Aufzeichnung, also Timeshift, aktiviert habt, werdet ihr zunächst gebeten, die Aufnahme zu beenden, damit ihr dann auch aus dem EPG heraus wiederum die Timer-Programmierung vornehmen könnt. Da Doppeltuner verbaut sind, könnt ihr mehrere Aufnahmen gleichzeitig durchführen. Ihr könnt auch während einer Aufnahme weiterhin umschalten. Im EPG läuft das Bild und der Ton weiter. Die Senderdaten werden aktualisiert, wenn ihr den Sender umschaltet. Datenausfälle hatten wir jetzt im Test nicht zu verzeichnen. Und es ist eben generell erfreulich, dass Panasonic weiterhin so viel Wert auf die sogenannten Offline-Funktionen, also die klassischen TV-Funktionen, legt. Da macht der TV eine Menge Spaß. Einige Panasonic-Fans, die bereits Firefox OS-Modelle besitzen, werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Moment mal, Timeshift, permanente Aufzeichnung, wie geht denn das? Beim DXW904 ist es tatsächlich wieder möglich, das im Setup-Menü zu aktivieren. Was generell bei Panasonic sehr gut gelöst ist, ist die Datenträgerformatierung. Das heißt, falls ein Datensystem vorhanden ist, mit dem der TV nichts anfangen kann, kann man den Datenträger direkt am TV formatieren, dann die Festplatte für Timeshift nutzen und das Programm endlich wieder durch die permanente Aufzeichnung stoppen und zeitversetzt wiedergeben. Bestmögliche Bildqualität versprechen im Moment die integrierten Tuner. DVB-T2 wird vom TV unterstützt, UHD-Signale ebenfalls, wie hier zu sehen, über den Satellitenempfang. Wenn ihr auf die Taste Apps auf der Fernbedienung drückt, gelangt ihr zu den Streaming-Anbietern. UHD, 4K-Qualität versprechen Videos von YouTube, Amazon und Netflix. Und der TV ist sogar zum UHD-HDR-Standard kompatibel. Wenn nicht nur UHD-Signale, sondern auch HDR-Signale dargestellt werden, dann zeigt der TV das nach Druck auf die Infotaste entsprechend an. Die Senderlistenprogrammierung und generellen TV-Einstellungen sind sehr, sehr einfach in der Handhabung.
Wenn ihr eigene Listen erstellen wollt, solltet ihr über die Taste Sortierung eine Vorauswahl treffen. Hier könnt ihr beispielsweise zwischen HD und UHD Programme hin und her schalten. Insgesamt sind 4 Favoritenlisten möglich. Bei einer SAT-TV-Installation könnt ihr euch zwischen einer DISC-Ansteuerung und einer Unicable-Installation entscheiden. Ihr müsst dann eben Sorge tragen, das im Menü auch richtig einzustellen. Alternativ könnt ihr sämtliche Signale auch drahtlos empfangen, beispielsweise über SAT-IP, um kabellos TV-Sender einzuspielen. Ihr könnt diese auch wieder kabellos ins Netzwerk einspeisen und anderen TVs, zum Beispiel Panasonic TVs, zur Verfügung stellen. Über die Viera-Link-Funktion wird die CEC-Steuerung aktiviert, wenn ihr externe Audiogeräte beispielsweise mit der TV-Fernbedienung steuern wollt, dann solltet ihr Viera-Link einschalten. Beispielsweise könnt ihr dann auch Sorge tragen, dass sich der Blu-ray-Player mit ein- und ausschaltet, wenn ihr auf den betreffenden HDMI-Eingang wechselt. Wenn euch das eher stört, dass andere Geräte durch den TV gesteuert werden, solltet ihr Viera-Link auf aussetzen. Ebenso ist es möglich, externe Geräte über die USB-Eingänge aufzuladen, beispielsweise Shutter 3D-Brillen, da wird dann der Akku im Standby-Modus geladen. Die Bild-in-Bild-Funktion des TVs könnt ihr unter dem Menüpunkt Apps abrufen, einfach Multi-Window anklicken. Für HDMI-Quellen gilt, dass diese nur im Hauptfenster angezeigt werden können, was uns zugleich zum zweiten Problem führt, dass im Nebenfenster immer der zweite Tuner abgegriffen wird. Das heißt, wir haben hier mal eine Single-Tuner-Verkabelung gewählt. Da müssen wir jetzt am TV umstecken, um im Nebenfenster das Bild anzuzeigen. Das hätte man sicherlich ein bisschen anders lösen können. Wenn ihr mehrere TV-Sender anzeigen wollt, ist es natürlich selbstverständlich nötig, da die Doppeltuner-Funktion auszureizen. Aber bei einer Kombination von HDMI-Quelle und TV-Bild hätte man das sicherlich auch anders lösen können. Die Bild-in-Bild-Darstellung ist ebenfalls verfügbar, wenn ihr den integrierten Browser nutzt, der gängige Datenschutzstandards einhält. Schauen wir uns die Bildeinstellung an. Besonders empfehlenswert als Voreinstellung ist der True Cinema Modus. Unter dem Backlight-Regler versteht Panasonic die Regelung der Hintergrundbeleuchtung, da ihr ein echtes LED-Backlight habt. Kann man hier wirklich von einer vollflächigen Hintergrundbeleuchtung sprechen. Da justiert ihr somit die Intensität. Den Helligkeitsregler, da können wir euch empfehlen, bei Normalmaterial das auf -3 abzusenken. Der TV hat eine unglaublich gute Durchzeichnungsqualität, geht dann aber teilweise in die Überbelichtung in dunklen Bereichen. Schärferegler kann man ruhig ein bisschen anheben. Ansonsten Farbtemperatur warm 2, Color Management am besten auf Aussetzen. Farbremastering ist hochinteressant, da der TV einen viel, viel größeren Farbraum unterstützt, als es aktuelle Signale liefern. Das können wir uns hier mal im Messdiagramm anschauen. Den normalen REC 709 Standard hält der TV perfekt ein. Wenn ihr den Farbremaster auf niedrig setzt, wird der Farbraum wunderbar erweitert. Hauttöne bleiben an Ort und Stelle. Selbst in der Hocheinstellung bleibt der generelle Farbeindruck natürlich. Im Unterschied zum Farbremastering findet ihr unter erweiterte Einstellungen noch den sogenannten Farbskala-Eintrag. Hierbei wird das Farbmapping durchgeführt auf Basis des Eingangssignals. Ihr könnt das auch erzwingen. Also ihr könnt beispielsweise sagen, ich gehe mit einer DCI-Quelle rein, obwohl ihr gar keine DCI-Quelle einspielt. Und der TV wird dann das Farbmapping nach DCI-Standard durchführen. Dazu ist aber zu sagen, dass wenn ihr das Farbremastering nutzt, dieser Farbskala-Eintrag nicht verfügbar ist. Ein bisschen komplizierter wird die Geschichte, wenn ihr HDR-Signale einspielt, obwohl der TV den DCI-Farbraum unterstützt und obwohl Filmquellen auch im DCI-Format ursprünglich gemastert werden, werden HDR-Quellen im REC 2020-Container angeliefert. Das heißt, hier macht es wirklich Sinn, auf den REC 2020-Standard zu gehen, damit das Farbmapping dann auch wirklich perfekt funktioniert. Ihr seht das hier, den immensen Sättigungsunterschied. Würde man hier jetzt DCI wählen, hätte man sehr, sehr entsättigte Farben. Wenn euch das zu kompliziert ist mit der Farbskala-Zuweisung, nutzt einfach das Remastering. Wenn ihr HDR-Quellen einspielt, schaltet der TV automatisch auf das REC 2020 Mastering um.
Die adaptive Backlight-Steuerung ist sehr, sehr wichtig, denn hier wird das Local Dimming aktiviert. Es ist ein Direct-LED-LCD mit 512 Dimming-Zonen. Die gute Nachricht ist, dass bereits in der niedrigen Einstellung alle 512 Zonen aktiviert werden. Ihr profitiert damit von einer sehr guten Schwarzdarstellung und einer gleichzeitig sehr guten Helligkeit. Diese Backlight-Steuerung sollte aber wirklich nur in niedriger Einstellung gewählt werden. Wir haben ja mal als Beispiel The Social Network gewählt. Zum Vergleich ein Edge-LED-LCD rechts, damit ihr das Bild so ein bisschen besser einschätzen könnt. Achtet mal auf den Himmel, dass da so ein bisschen Helligkeitsunterschiede erkennbar sind. Das ist dem Material geschuldet, aber achtet einfach mal auf diese Turmspitze. Und wenn wir hier das adaptive Backlight erhöhen, dann bildet sich um diese Spitze so eine Art Blockstruktur. Und das gleiche Phänomen können wir beobachten bei dem Herrn hier mit diesem Samurai-Schwert, dass es bei erhöhter Backlight-Einsteuerung dann dazu kommt, dass so eine Art Blockstruktur entsteht, was nichts anderes bedeutet, dass ihr die LED-Zonen wirklich sehen könnt. Und um die ganze Sache zu vermeiden, solltet ihr das adaptive Backlight auf der Stufe niedrig belassen. Wir können hier auch nochmal an einem Bildbeispiel vom Film Alles steht Kopf nochmal zeigen, was bei den Zwischentönen, also was in den Grauwerten da passiert. Und da sehen wir eben, dass diese hohen Dimming-Einstellungen sehr stark schon in diese Zwischenstufen eingreifen und ihr einfach permanent Gefahr lauft, diese Blockstruktur zu sehen. Also einfachste Lösung, adaptive Backlight-Ansteuerung auf niedrig belassen. Die Zwischenbildberechnung hat Panasonic dahingehend überarbeitet, dass man jetzt endlich die Regler für die Bildschärfe und die flüssige Bilddarstellung getrennt regeln kann. Hierbei ist aber zu sagen, dass der TV bereits ab Blur-Reduktionsstufe 1 in den 100-Hertz-Modus geht. Alle Stufen höher erzeugen so eine Art Overdrive-Effekt. Das heißt, ihr könnt im Idealfall Details klarer erkennen, erhaltet aber im Negativfall störende Doppelkonturen. Generell ist die Bewegtbildschärfe wieder nur auf einem guten 100-Hertz-Niveau. Das heißt, es gibt in dunklen Bereichen geringe Nachzieheffekte und der generelle Bildeindruck ist nicht so gut wie bei den Klassenbesten. Man kann das Niveau steigern, indem man Clear Motion auf 1 setzt und in Kombination den Backlight-Regler reduziert. Dann setzt so eine Art Backlight-Scanning ein. Das können wir hier auch mal zeigen, weil wir schon angeschrieben wurden, oh mein Gott, der TV erzeugt horizontale Streifen. Das sieht man natürlich nur im Kamerabild. Rechts seht ihr einen Samsung TV, der natürlich auch dieses Verfahren einsetzt, um Nachzieheffekte zu reduzieren und die Bewegtbildschärfe subjektiv zu steigern. Also das ist jetzt kein Panasonic eigenes Verfahren. Wir können aber empfehlen, da es sich um den HDR-TV handelt, diese Funktion nicht zu nutzen, weil das natürlich zulasten der Bildhelligkeit geht. Die Autokontrastregelung sollte man zusammen mit dem Kontrastremaster nutzen oder eben nicht nutzen. Wie hier am Beispiel zu sehen, gibt es positive Auswirkungen, beispielsweise wenn ihr hier diese Himmelstrukturen seht. Wir haben hier ganz normales SDR-Signal vorliegen und da bemerkt man eben, dass so eine Art Kontrastoptimierung stattfindet, sodass man diese Wolkenstruktur viel, viel besser erkennen kann. Der Nachteil ist aber, dass die Signalanhebung in dunklen Bereichen derart extrem ist, sobald man das hier aktiviert, dass man sämtliche Artefakte, beispielsweise wenn man Internetstreams hat, das sehr, sehr deutlich sieht. Also wir können es wirklich nicht empfehlen, diese Kontrastregelung oder den Kontrastremaster zu nutzen, obwohl es sicherlich Bildinhalte gibt, wo man da eine positive Auswirkung sehen könnte, ist es in Summe doch dann eher störend. Eigentlich eher unsinnig ist auch die Backlight-Schwarzwert-Funktion. Hier könnt ihr den Schwarzwert schrittweise anheben. Ihr macht euch dadurch den Kontrast kaputt, indem die Schwarzdarstellung angehoben wird künstlich. Das soll wohl dazu führen, dass man diese Block-Artefakte dann nicht mehr erkennt. Aber es ist natürlich Unsinn, in einen Local Dimming LED-LCD zu investieren, um sich dann wieder den Schwarzwert zu ruinieren. Also das hier unbedingt auf dunkel belassen und nutzt die adaptive Backlight-Steuerung in der Niedrigeinstellung. Dann habt ihr auch nicht mit diesen Blockstrukturen zu kämpfen. Die generellen Einstellungsmöglichkeiten des TVs sind extrem vielseitig. Ihr könnt neben der Farbeinstellung des Farbumfangs auch den Weißabgleich penibel steuern. Ihr könnt auch die Gamma perfekt angleichen. Es ist eben zu sagen, dass der TV sehr, sehr gutmütig reagiert. Das ist eigentlich ein wahres Fest für Kalibrierungsfans.
Es ist eine Freude, mit dem TV wirklich die kleinsten Bereiche penibel abzustimmen. Es ist nicht so wie bei vielen anderen TVs, dass die Bildregler irgendwie sprunghaft reagieren oder dass ihr bei der Durchzeichnung bemerkt, dass es sozusagen zu Helligkeitssprüngen kommt. Die Signalverarbeitung ist wirklich absolute Referenzklasse. Und das, was ihr an Perfektion bei diesem TV herausholen könnt, sucht momentan seinesgleichen am TV-Markt. Die Pure Direct-Funktion ist ebenso vorbildlich gelöst, das heißt, der TV schaltet in einen Modus mit voller Farbauflösung um, sodass ihr beispielsweise PC-Signale verlustfrei darstellen könnt. Die Zwischenbildberechnung geht dabei aber leider verloren. Was jetzt bei unserem Modell wahrscheinlich eher auf den Software-Bug zurückzuführen ist, ist, dass der TV automatisch in den vollen Wertebereich umschaltet. Da das nicht immer der Fall ist, sollte man hier einfach Sorge tragen, dass man in den Einstellungen die Autofunktion deaktiviert und dann auf den normalen Wertebereich zurückschaltet, außer natürlich HPC-Signale, dann ist alles im Lot. Was den Panasonic TV ebenfalls auszeichnet, ist, dass sich die ganzen neuen HDR-Funktionen wie die elektrooptische Transferfunktion oder direkt 2020 Farbverarbeitung, dass man diese Verarbeitung auch erzwingen kann. Das macht natürlich mit bestehenden Signalen keinen Sinn. Aber falls es zukünftig mal zu Abstimmungsproblemen kommen sollte zwischen UHD Blu-ray Player und TV, kann es schon sinnvoll sein, dass man hier notfalls auch manuell nachhelfen kann. Was man nicht vergessen sollte, ist in den Bildschirmeinstellungen den Overscan zu deaktivieren. Der Bildbeschnitt ist leider in vielen Bildmodi voreingestellt und da verschenkt ihr nicht nur Bildinformationen, sondern eben auch einen Tick Detailschärfe. Eine besondere Erwähnung ist der Klangwert, denn der DXW904 klingt Panasonic untypisch richtig, richtig gut. Die Musikvoreinstellung hat uns hierbei am besten gefallen. Der Virtual Surround Modus kann das Klangbild bei vielen Inhalten nochmal deutlich aufwerten. Die Sprachverständlichkeit wird dadurch auch teilweise verbessert. Durch die Bassverstärkung erhält man wirklich einen sehr, sehr schönen Grundtonbereich. Die Lautstärke, die erzielbar ist, bevor die Lautsprecher verzerren, kann sich wirklich hören lassen. Und über die Autopegelfunktion könnt ihr auch abends gemütlichen Film schauen. Der TV hat auch Mehrkanal-Decoder integriert. Da müssen wir aber ein bisschen kritisieren, dass nur Dolby Digital-Quellen dekodiert werden, aber leider keine DTS-Quellen. Dass die 3D-Unterstützung bei den neuen TVs langsam ausstirbt, ist am DXW904 nicht direkt erkennbar, denn der TV unterstützt weiterhin 3D-Signale. Eine 3D-Brille liegt nicht bei und das Geld für die Anschaffung könnt ihr euch wirklich sparen, denn neben Doppelkonturen ist auch die erzielte Auflösung absolut enttäuschend. Das heißt, so schön das Bild in der 2D-Darstellung auch ausschaut, in der 3D-Darstellung gehen sämtliche Details und auch der tolle Helligkeitseindruck komplett verloren. Eine 65 Zoll Bildfläche homogen auszuleuchten ist selbst mit einer Direct-LED-Anordnung keine einfache Geschichte. Wie gut sich hier der DXW904 schlägt, haben wir euch hier mal versucht in den Bildern darzustellen. Bei unserem Testmodell war es so, dass sich eine leichte vertikale Schattenbildung in einem bestimmten Bereich erkennen ließ. Es war aber keinesfalls störend. Es ist auch nicht ein Niveau, was jetzt irgendwie schlechter oder besser wäre als das, was Samsung beim JS9590 bietet. Im abschließenden Shot bei Interstellar werdet ihr allerdings erkennen, dass beim DXW904 im Bereich der Wolken so eine leichte Tendenz zur Schattenbildung erkennbar ist. Hier müssen wir eben sagen, da hat OLED oder eben auch ältere Plasma-TVs haben da einfach noch Vorteile. Der Kaufgrund schlechthin für den DXW904 ist natürlich das 512 Zonen Backlight. Da sehen wir hier mal einen kleinen Ausschnitt davon. Ihr habt eine sogenannte Wabenstruktur, das heißt, die LEDs sind praktisch eingelassen in eigene Kammern. Das soll dann den Kontrast erhöhen, bringt aber, wie wir schon gesehen haben, dann eben diese Blockstruktur mit sich. Deshalb solltet ihr das Backlight immer schön auf niedrig belassen, damit die Übergänge auch wunderbar homogen gestaltet werden. Ihr habt dann noch so eine spezielle Lichtleiterfolie, die unregelmäßig gelocht ist, um einfach die Lichtverteilung perfekt hinzubekommen. Und zu was dieses LED-Backlight imstande ist, das schauen wir uns hier mal im Bildvergleich an. Obwohl der Panasonic TV in niedriger LED-Dimming-Einstellung läuft und der Samsung JS9590 in maximaler LED-Dimming-Einstellung, ist, glaube ich, gut erkennbar, dass die Schwarzdarstellung mit dem Panasonic überlegen ist.
Es ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Wir haben hier mal noch einen zweiten Vergleich, wo der Kontrastunterschied nicht so deutlich herauskommt. Aber man muss sich immer vor Augen halten, dass wir hier mit SDR-Signalen operieren. Und wenn wir jetzt mal auf die volle Leistung gehen, also wirklich mal ein HDR-Signal abspielen mit vollem Farbumfang und bis zu 1000 Helligkeitsabstufungen, dann fällt man fast vom Glauben ab, wenn man den JS9590 im Vergleich sieht. Wir haben wirklich alles versucht beim Samsung aus dem TV herauszukitzeln, aber es ist einfach so, ihr seht es hier schon, man glaubt fast einen anderen Frame auf dem Samsung zu sehen, aber es ist tatsächlich die gleiche Szene, das gleiche Feuerwerk, was hier dargestellt wird, aber dieses Farbrendering in dunklen Bereichen, diese reduzierte Aufhellung im Tiefschwarz, das bekommt ausschließlich Panasonic mit dem DXW904 hin, während der JS9590 doch da sichtbar federn lassen muss. Wenn man normale SDR-Signale vergleicht, hier mal im Vergleich mit dem Edge-LED-LCD JS9090, wird es eben immer dann offensichtlich, wenn Farbabstufungen generiert werden müssen. Da wirken die Samsung-TVs teilweise wirklich fast schon farblos. Nun ist Panasonic mit dem DXW-004 der unbestrittene Benchmark gelungen im Bereich der Schwarzdarstellung und Farbabbildung, aber das reicht Panasonic immer noch nicht, denn man möchte noch mehr. Und wenn wir uns jetzt den Bereich der Bildhelligkeit anschauen, dann will Panasonic eben unmissverständlich klar machen, dass man mit diesem LED-LCD die perfekte HDR-Maschine gebaut hat. Im Unterschied zu bestehenden HDR-Fernsehern behält der DXW904 seine brachiale Bildhelligkeit bei, selbst wenn vollflächig helle Bilder dargestellt werden. Und das können wir hier mal im Beispiel sehen, wie extrem die SUHD-TVs von Samsung im Bereich der Bildhelligkeit abfallen, obwohl die natürlich die hellsten TVs des Vorjahres waren, sind sie absolut chancenlos gegen den DXB904. Und das hat einfach damit zu tun, dass Samsung zwar eine hohe Peak Brightness erzeugen kann, aber bei sehr, sehr hellen, vollflächigen Bildern die Bildhelligkeit dann eben doch wieder drastisch reduziert wird, eigentlich auf normales Edge-LED-LCD-Niveau. Und in Zahlen ausgedrückt, da wird es dann sehr, sehr eindeutig, sieht man eben, dass der DXW904 selbst bei vollflächiger Helligkeitserzeugung bis zu 850 Nits erreicht. Dagegen sieht der JS9590 ziemlich alt aus, der dann nur rund 400 Nits erreicht. Wir sprechen hier von einem farbkalibrierten Bild, also D65-Norm, nicht der Dynamikmodus. Der einzige LED-LCD, der mit dem DXW904 Schritt halten kann, ist der 75 Zoll X94C von Sony. Der hat aber wiederum das Problem, dass er vergleichsweise wenig Dimming-Zonen hat und dadurch kleine Bereiche wieder in der Helligkeit reduziert werden. In Summe also bringt Panasonic mit dem DXW904 die mit Abstand höchste Helligkeit auf den Platz, die ein Fernseher bislang erzeugt hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wofür brauche ich jetzt einen Fernseher, der 1200 Nits bringt? Mein 150 Nits Plasma tut es doch auch. Dazu ist abschließend zu sagen, dass HDR-Bildquellen komplett unterschiedlich gemastert werden. Und wir haben jetzt hier mal ein Beispiel, dass wir rechts die Blu-ray von The Lego Movie abgespielt haben und beim Panasonic links das HDR-äquivalente Bild dargestellt haben. Und man merkt hier schon, wie die komplette Bildkomposition, also die komplette Abstimmung, total unterschiedlich erscheint, weil man mit HDR-Signalen viel, viel mehr machen kann im Bereich der Schattendarstellung, im Bereich der Mitteltondarstellung und im Bereich der Lichter. Es gibt praktisch Bereiche, die über dem jetzigen Weißbereich liegen. Diese lassen sich eben mit einem 1000-Nit-Display wunderbar ausleuchten und die Mehrleistung, die im DXW904 steckt, die ist wirklich vonnöten, um das Gesamtbild nicht zu dunkel erscheinen zu lassen. Also es wird praktisch für diese 1000 Nits letztendlich gemastert. Man muss eben sagen, es gibt bereits Mastering-Monitore mit 4000 Nits. Das heißt, eigentlich sind diese 1000 Nits auch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern streng genommen erst der Anfang. Aber mit HDR-Signalen
ist der DXB004 im Moment absolut ungeschlagen. Was dem Ganzen jetzt noch die Krone aussetzt, das sind die erzielbaren Messwerte. Mit bestehenden Bildsignalen konnten bereits Panasonic TVs aus dem letzten Jahr punkten. Das ist beim DXB004 nicht anders. Das heißt, hier lässt sich wirklich eine Farbpräzision und eine Durchzeichnung erreichen, die ist auf allerbestem Studio-Monitor-Niveau. Was jetzt aber den Vogel abschießt, ist, wenn wir uns hier die Messwerte anschauen nach UHD-Blu-ray-Standard. Ich muss dazu sagen, die Messung der Gamma ist jetzt hier im Messdiagramm noch traditionell. Wir hätten jetzt auf die elektro-optische Transferfunktion umschalten können, da haben wir aber im Moment noch so ein bisschen Probleme, das für euch vernünftig zu visualisieren. Das sieht einfach nicht so schick aus wie das, was wir jetzt hier mit einer traditionellen Gamma machen können. Aber wenn ihr euch den Farbumfang anschaut, dann erreicht ihr hier bis zu 97% des DCI-Kinostandards bei 1250 Nits Helligkeit. Und was absolut atemberaubend ist, dass diese Messwerte hier erzielt wurden mit aktiviertem Local Dimming. Und alle, die schon mal ein Bild kalibriert haben, wissen, dass das eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass man stabile Messwerte erreicht mit aktiviertem Dimming. Normalerweise schaltet man das immer aus. Das ist beim DXB004 eben gänzlich anders, weil durch die 512 Zonen eine unglaubliche Stabilität geboten wird, die sich auch bei den Messsequenzen dann widerspiegelt. Und diese Farbpräzision ist bislang wirklich unerreicht, egal ob es jetzt ein OLED, ein Plasma oder ein LED-LCD ist. Und weil der Panasonic diese Standards, die durch das neue UHD Premium Logo vorgegeben werden, streng genommen überflügelt, haben wir uns jetzt überlegt, wie könnten wir jetzt so ein TV auszeichnen, damit wirklich erstmal wieder ein Benchmark geschaffen wird Richtung Bildqualität. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir doch unser eigenes Logo. Somit verleihen wir dem Panasonic DXB004 erstmalig unser UHD HDR Quality Logo. Und das bekommen wirklich nur TVs, die hinsichtlich der Ausleuchtungsgenauigkeit und HDR-Wiedergabe wirklich allerhöchsten Standards genügen. Und da sind wir eben mal gespannt, ob das die neuen OLED-TVs und Edge-LED-LCDs, die dann noch alle kommen mögen, ob die das dann auch schaffen. Für PS4 und Xbox One-Spieler ist der Fernseher ebenfalls ein absoluter Traum, denn die Eingabeverzögerung im TV-Modus ist extrem niedrig. Man muss verstehen, dass ausschließlich im TV-Modus die Zwischenbildberechnung aktiv ist und die benötigt ihr, damit diese häufig nur 30 Frames, die von den Konsolen bereitgestellt werden, wirklich in ruckelfreie Bilder umgewandelt werden. Das heißt, der TV macht daraus dann ein ruckelfreies Erlebnis, als würden die Konsolen 60 Bilder pro Sekunde berechnen. Und in diesem TV-Modus operiert der DXB004 mit einer Eingabeverzögerung von 60 Millisekunden. Und wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, das ist ungefähr die Hälfte der Eingabeverzögerung, die Samsung beispielsweise bei den SUHDs benötigt oder beispielsweise LG bei den OLED-TVs. Und noch verrückter wird es, wenn wir uns die Eingabeverzögerung anschauen im Vergleich mit OLED-TVs im Gaming-Modus. Da ist es im Moment so, dass alle bisherigen OLED-TVs gerade einmal die Eingabeverzögerung erreichen im Gaming-Modus, die der Panasonic im TV-Modus erreicht hat. Das heißt, ihr würdet beim OLED-TV die Zwischenbildberechnung komplett verlieren, hättet dann wieder das Problem des Bildruckelns. Beim Panasonic könnt ihr dagegen die Zwischenbildberechnung nutzen und seid trotzdem so reaktionsschnell unterwegs wie mit einem OLED-TV im Gaming-Modus. Das Einzige, was ein bisschen enttäuscht, ist der Spielemodus beim Panasonic TV. Da wird die Eingabeverzögerung um knapp 20 Millisekunden abgesenkt. Das heißt, dann seid ihr bei ungefähr 40 Millisekunden. Und das ist für PC-Gamer, die wirklich mit 60 Bildern pro Sekunde operieren oder für Leute, die im Online-Bereich unterwegs sind, ist es einfach zu hoch. Aber wenn ihr euch jetzt nicht permanent im Wettstreit befindet mit anderen Spielern, dann ist auch das Gaming-Erlebnis mit dem DXB004 absolut top. Unser Testfazit können wir diesmal verhältnismäßig kurz halten. Der DXB904 ist die neue Referenz im TV-Segment. Es gibt keinen TV, der in Summe eine bessere Qualität bietet. Für HDR-Quellen markiert der DXB904 ebenfalls eine neue Zeitrechnung. Hier muss ich eben erst noch zeigen, ob OLED da Schritt halten kann. Wenn wir uns die unterschiedlichen Einsatzbereiche eines TVs anschauen, dann müssen wir eben sagen, dass der Fernseher für den normalen TV-Betrieb eigentlich absoluter Overkill ist. Das heißt, wir würden hier empfehlen,
Man sollte Minimum spieleaffin sein, also Minimum eine Xbox One oder PS4 zu Hause betreiben oder Minimum in Full HD oder UHD Qualität streamen, also gut produzierte Serien oder gut produzierte Kinofilme. Dann macht sich das Bild Plus des DXW904 wirklich bemerkbar. Aber die volle Leistung ruft man eben erst mit HDR-Quellen ab. Das heißt, wer jetzt schon vorhat, ab Tag 1 in die UHD Blu-ray einzusteigen, da gibt es im Moment keine Alternative zu dem TV. Hier müssen wir einfach abwarten, wie LG reagiert mit den neuen OLEDs, wie Samsung reagiert mit den neuen SUHDs, wie Sony reagieren wird mit den neuen TV-Modellen. Aber bis es soweit ist, ist der DXW904 der neue Benchmark im TV-Bereich. Die Testzusammenfassung bieten wir euch gleich im Anschluss nochmal gesondert an, dass ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen könnt. Wir werden auch nochmal die Bildeinstellungen hier im Video zeigen, weil wir eben festgestellt haben, dass wir eigentlich nur mit einer bestimmten Bildeinstellung zufrieden waren. Das heißt, sobald man mehr oder weniger macht, haben wir dann im Filmbetrieb immer festgestellt, dass es uns dann nicht mehr so recht gefallen hat. Also seht es einfach als unseren Tipp, um das Bild so einzustellen, dass man mit möglichst vielen Quellen möglichst viel Spaß hat. Falls euch der Testbericht gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich bin schon gespannt, welcher TV-Hersteller als nächstes im Testlabor aufschlagen wird. Aber wenn es mit dieser Qualität weitergeht, mache ich mir um den TV-Sektor überhaupt keine Sorgen mehr. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.